Dad, hello. Yes, my name is Jawaharlal Manival. I am finance guru. Yes. And it's very wonderful to see so many good-looking people in the room here tonight. Yes. Very gorgeous. Thank you. Thanking you. Yes, yes. Ah. Good-looking, wonderful people. Young lady, what is your name? What, Katarina? Beautiful name, Katarina. Gorgeous. What is your country? Germany, very good country. Ekdam good, you're my friend. Yes, you want to buy one watch? I make you good price because you're my friend now. Very good. Meine Damen und Herren, ich spreche auch Deutsch. Mein Name ist Jawaharlal Manival. Und ich komme aus Indien. Ich kann die ganze esoterische Zusammenhänge von dem Geld Ihnen erklären. Es ist ganz simpel. Viele Leute kommen zu mir, sind verzweifelt und sagen, ey, was ist der Unterschied zwischen Buchgeld, Bargeld? Ich sage, Buchgeld ist das Geld, was du denkst, dass du hast. Bargeld hast du in die Tasche. Yes. Aber es sind nicht alle Menschen gut zu Bargeld. Viele sagen, Bargeld ist böse. Boom, boom. Yes. Mastercard sagt, Bargeld ist böse. Visa-Card sagt, Bargeld ganz böse. Bill Gates sagt, Bargeld ganz böse. Vermutlich, damit man nicht merkt, dass man mit Windows sein Geld zum Fenster rausschmeißt. Yes. Und Pierre Omidyar, Gründer von PayPal, sagt auch Bargeld ganz gut. Zusammen, sie haben Allianz gegründet. Allianz nennt sich besser als Bargeld, better than cash. Und was ist besser als Bargeld? Nun, ich würde sagen, mehr Bargeld. Aber die sagen, gar kein Bargeld. Bargeld, weil wenn du mit Bargeld zahlst, dann können die Algorithmen nicht wissen, wer du bist. Die können dich nicht besser kennenlernen und die Algorithmen wollen dich besser kennenlernen. Wenn niemand auf diesem Planeten dich mehr kennenlernen will, die Algorithmen wollen wissen, wer du bist. Und die Algorithmen wissen schon jetzt sehr, sehr viel über dich. Ja, wenn du ab und zu bei Amazon bestellst, dann wissen die Algorithmen ziemlich gut Bescheid. Yes. Nehmen wir zum Beispiel mal hier, Carsten, richtig? Yes, Carsten, bestellst du ab und zu bei Amazon? Yes. Okay, dann weiß Amazon ziemlich gut, wer du bist, wo du wohnst, mit wem du da wohnst. Wie deine Frau heißt, wie heißt die Frau? Wie bitte, Bettina? Florentina. Siehst du, Amazon hätte gewusst. Amazon hätte gewusst. Amazon weiß, wann Carsten von der Arbeit nach Hause kommt, von seiner anstrengende freiberufliche Ingenieurtätigkeit. Weiß dann, wann Florentina das Haus verlässt, um zu die Yogastunde zu gehen. Gehst du zur Yogastunde, Florentina? Nein? Gehst du zu die Pilates? Nein? Was machst du, wenn du die Haus verlässt, Florentina? Einkaufen, natürlich. Amazon hätte gewusst. Amazon hätte gewusst. Carsten kommt nach Hause, Florentina geht einkaufen. Und dann ist Florentina raus aus dem Haus. Carsten sitzt erschöpft vor dem Bildschirm. Und dann spielt Amazon ihm seine Lieblingsmusik von Amazon Prime ein. Da, 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 da. Und Carsten sitzt etwas sediert vor dem Rechner. Und auf einmal kriegt er ein Angebot, was er nicht ausschlagen kann. Tesla Model S. Für nur 85.000 Euro. Schnäppchen. Gilt aber nur, bis Florentina wieder zurückkommt von den Einkaufen. Und wenn Carsten dann den Fehler macht und dieses Model S kauft, Florentina ist entsetzt. Sie kann mich mit einer unsolide Mensch, der übrigens noch Firma in Irland hat, zusammenleben. Und sie lässt sich, vertreibt ihn aus dem Haus, sagt, du musst aussehen, geht nicht mehr. Und wenn Carsten dann den Fehler macht, in einer Gegend zu ziehen, wo besonders viele Menschen wohnen, die ihre Rechnung nicht pünktlich bezahlen. Welche Gegend wäre das, Carsten? Hier in Berlin? Spandau, natürlich, Spandau. Yes. Verschriene Gegend, Herr Bandorf kommt aus Spandau. So, dann sitzt Carsten in Spandau und die Algorithmen denken, Mensch, wenn dieser Carsten nach Spandau gezogen ist, weil die Leute wohnen, die ihre Rechnung nicht pünktlich bezahlen, dann will der wahrscheinlich auch seine Rechnung nicht pünktlich bezahlen, auch wenn Carsten vorhat, die Rechnung pünktlich zu bezahlen. Und dann kriegt er auf einmal Risikoaufschläge auf seine Produkte. Manche Produkte werden ihm gar nicht mehr angeboten. Model S kriegt er nie wieder zu sehen von Tesla. Wenn Carsten aber die richtige Entscheidung trifft und eine wohlhabende Gegend zieht, Carsten, welche Gegend wäre das?
Wilmersdorf, oh la la. Er zieht nach Wilmersdorf, auch wenn er nur in der Garage von einem Mehrfamilienhaus wohnt, ja. Aber dann denken die Algorithmen, Mensch, wenn dieser Carsten, diese wohlhabende Wilmersdorf, wo zum Teufel ist Wilmersdorf wohlhabend? Na gut, wenn Carsten diese wohlhabende Wilmersdorf wohnt, dann wird er auch seine Rechnungen pünktlich bezahlen. Aber man kriegt er Sonderangebote, weil die denken, er hat so viel Geld, er kriegt Rabatte, Mengenrabatte, ne? Und das ist unglaublich, ja. Da kann man schon gar nicht mehr sagen, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, er hat regelrechte Durchfall. Ja, und alle wollen sie mitmachen bei die wunderschöne digitale Bezahlwelt, sogar Apple. Haben die Apple Pay? Hier gibt es Apple Pay. Und ich dachte, mein Gott, der Apfel als Zahlungsmittel, ist das nicht kulturhistorisch schon länger bekannt? Ist das nicht mal richtig schief gegangen? Sind wir nicht wegen die Apfel vertrieben worden aus dem Paradies? Da gab es damals nicht jede Menge Männer, die sagten, das ist eben das, was passiert, wenn man so einer mutierten Rippe einen Apfel in die Hand drückt. Jahrelang Stress, ja. Aber jetzt ist wieder da Apple Pay. Und Apple macht das ja nicht, weil sie gute Menschen sind. Apple macht das, weil es Geld dafür gibt. 0,15% von jeder Euro, die du ausgibst über Apple Pay, landen in Kalifornien. Das heißt, wenn jeder 10. Deutsche im Jahr 10.000 Euro über Apple Pay ausgibt, dann wird die Firma in Cupertino um 100 Millionen Dollar reicher. Gut, das hat ja auch was Schönes. Ja. Ne, jetzt muss man gar nicht mehr Mitglied werden im FC Bayern München, wenn man Menschen unterstützen will, die keine Steuern zahlen. Namaste.